Servus, grüßt euch, hier ist wieder euer Franz. Ich möchte euch einen Futtermischwagen von Kuhn herstellen. Den Kuhn SPV14 Extrem. Der kostet 278.000 Euro und 270 Unterhalt am Tag. Der hat ein Volumen von 150.000 Liter. Das ist wirklich sehr extrem. Er hat 360 PS, entsprechend 265 kW. Der kann Heu, Stroh und Silage, Strohballen laden und so weiter. Damit kann man die BGA leer machen und diverse andere Sachen. Jetzt habe ich mal hergeholt. Sieht. Dahin sieht man das nicht so. Zusätzlich Umleuchte auch. Linker hier auch. Innen drin, das sieht auch aus. Darum funktioniert. Spiegel funktioniert auch. Hupe. Schauen wir. Ja. So. Ich habe jetzt mal den ausgeführt. Ich habe den Futtermischwagen ein bisschen voll gemacht damit. Ich weiß nicht, wie viel da noch reingeht. Schauen wir mal. So, schauen wir mal ein bisschen ran. Wenn man das Futter selber richtig hier anmischen will mit der Maschine. 33% von jedem. Mal, wie schnell der da voll macht. Ja, ich denke mal, das dürfte reichen, weil sonst habe ich da keinen Platz mehr. Halt mal ran. Ihr habt ein bisschen Unordnung hier auf der Karte. Ich muss noch ein paar Hallen aufstellen. So, jetzt bin ich hier richtig. Ah, ist nicht mehr reingegangen, aber ja, es sind 1000 Liter, man sieht es. Müsste aber nun mal kein Problem sein, das wieder an Ort und Stelle abzuladen. So, bin das wieder los. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut es hier rein. Ich sage Servus, grüßt euch, euer Franz.